wirst mich total vernachlässigen in letzter Zeit. Jeden Abend wird's später, bis du heimkommst. Langsam kriege ich den totalen Frust mit dir. Ich bin jetzt langsam seelisch so weit, dass ihr mein Testament machen sollt. Alles, was du bist, verdankst du mir. Freilich, Hase, das weiß ich doch. Und was steht da? Haupterbin Christa Haselberg. Sie ist mein einziges Kind. Es ist zwar nicht so wichtig, aber wer ist denn der Herr, der jetzt öfter aus ihrer alten Wohnung kommt? Das wird irgendeiner vom Sportinstitut sein. So ein gepflegter, attraktiver Mann. Das wird der Herr Rosenbaum sein, der Chef selber. Und an welche Sprache haben Sie gedacht? Ja, da müssen Sie mich jetzt beraten. Französisch. Sprache des Verstandes, der Ratio, der Eleganz. Oder Italienisch. Sprache der Liebe. Sprache der Musik. Lautmalerei mit Vokalen. Die Opernsprache. Ich muss sofort nach Griechenland. Meine Großmutter ist gestorben. Herr Egerer, was Sie brauchen, das ist eine nette Frau. Ja, eine Freundin. Glauben Sie mir's, das hilft. Ihnen wächst doch alles über den Kopf. Die Tochter seit Wochen arbeitslos. Der Costa hat sie immer noch nicht gemeldet. Das ist ja furchtbar. Ein schöner Gruß vom Bankautomaten. Es ist wieder mal soweit. Verfügbar 0,0. Und jetzt schaust du die Stellenangebote an, und zwar auf den Schlag. Morgen ab 8 Uhr verkaufe ich Bananen am Viktualienmarkt. 4 Jahre Grundschule, 8 Jahre Gymnasium, 2 Jahre EMA. Und jetzt bist du Stapel drauf. Mathe, ich will nichts hören. So, und jetzt gehen wir zum Stand Nummer 18. Wo ist er denn? Na, jetzt setzen wir uns erst ins Café mit dem Flieger. Ja, wieso denn? Weil der hocken soll in der Dunkel. Wer? Die gescheiterten Marktweiber. Ich hätte nicht heiraten dürfen, Christian. Ich hätte adoptieren sollen. Gell, man kann ja einfach nicht böse sein. Er schlagt's ganz nach dir. Das hast du jetzt schön gesagt, Martha. Prost. Jetzt machen wir noch einen Kajalstrich. Dann schaust du aus wie die Aphrodite. Der wird schauen. Müd wird er sein. Nach 36 Stunden Busfahrt. Was meinst du, wie der aufwacht, wenn der dich sieht? Jetzt halt einmal still. Es brennt. Aber wo? Doch, das brennt wirklich. Ich bin's ja gleich. Ja. Au. Weil du gewackelt hast. Ich hab nicht gewackelt, blinzelt hab ich. Jetzt schau mal, wie das ausschaut. Ich geh schon. Aphrodite. Wuff! Na, spinnst du? Tu du das Monster weg! Den hat mir heute ein Patient geschenkt, weil in der Nacht dreimal ins Klo geführt hat. Der soll dir lieber Bonbonier schenken als sowas Geißliches. Wumm! Wer ist denn er? Das ist mein Dino, ein Brachiosaurus. Nur der hat fast so gute Augen wie du. Und jetzt packen wir's, weil sonst kommen wir spät. So kann ich nicht gehen. Weil's gewackelt hat. Wenn wir uns nicht beeilen, steht der Costa allein da. Fahren wir halt mit dem Taxi. Wir nehmen den Bus. Na, stehen, Bettel. Jetzt fahren wir. So. So. Rigura, Pedillan. Rigura, que te vienes. Por así, Pedillan. Tío, rea. Ποιο λόγο μου είσαι. Το λόγο, ρε, που χτύπησε με τα φώτα. Was macht denn jetzt so lang? Geht schon wieder gut los. Wir holen uns ein Taxi. Da bin ich Bonikaki. Über wes Auge? Ich bin ein bisschen ausgerutscht. Komm.
Das ist für die Martha. Für unser Wohnzimmer. Ja, für unser Wohnzimmer. Fein, dass du wieder da bist. Auf geht's. Was willst du denn mit der Wurst doch? Sieh, diese Wurst kommt in mein Wohnzimmer. Das können Sie schon machen, aber nicht mit mir. Ich bin doch kein Mäbibong. Glauben Sie, wir sind im Bagdad. 3,50 Mark kriegen wir. Der Rest ist für Sie, weil Sie so freundlich sind. Straßenbahn kriegen wir den auch nicht rein. Weil es in München keine Teppich geben wird. Jetzt haben wir das Geschiss. Kommt's, den tragen wir heim im Schweinsgalopp. Alles klar, die Herrschaften. Aristoteles fährt uns nach Hause. Siehst du's? Diese Griechen. Eck. Und das? Cup of Coffee. Lump of Sugar. Und das? Joe Haselbecker. Ilse Rabbit. Rabbit. Das heißt doch Kaninchen. Ja, was heißt eigentlich Josef Berle? Joe the Big Grizzly. Seit du in das Englisch gehst, bist du ganz anders, Mann. Richtig nett und fröhlich. So wie früher in der Blüte unserer Liebe. Blossom of Love. Love, genau. Ja, der Herr Costa. Der Frau Meier. Costa Meier, Entschuldigung. Ja, guten Morgen, heißt es. Ja. Jetzt ist er wieder da, gell? Ja, jetzt ist er wieder da. So. 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 Aufpassen. Boah. So. Und jetzt, Aristoteles, gibt's eine gescheite Brotzeit. Komm. Guten Morgen, Josef. Bist du schon auf? Da ist jetzt ein wildfremder Mann bei der Martha in die Wohnung reingegangen. Aristoteles heißt er. Okay. Du, vielleicht geht's fremd. Nein, niemals. Die Martha geht niemals fremd. Das hat sie schon bei mir nicht gemacht. Jeder geht irgendwann einmal fremd. Ich meine, vielleicht ist es auch nur ein kleines Abenteuer. Am besten ist es, ich schaue mal nach. Ich geh mit. Nein, Berli, bleib da. Das fällt auf. Ich erzähl dir dann alles ganz genau. Wahrscheinlich ist es bestimmt nur ein Verwandter vom Costa. Ich kenn doch die Martha. Jammers. Ja, Prost, Herr Aristoteles. Es ist jetzt schon der zweite. Nimm das eine Kosa Pien, Kyria, da. Είναι η γυναίκα του πρώην άντρα της Μάρθας. Α, κατάλαβα. Wir reden über mich, gell? Müssen Sie nicht in die Bank? Oh ja, ist schon so spät. Da muss ich noch gleich gehen. Πολιτισμός, Κώστα, αδερφή μου. Δεν μου λες σε καιρό παντρεμένος με τη Μάρθα. Δεν παντρευθήκαμε ακόμα. Η τουαλέτα πού είναι εδώ? Στο βάθος δεξιά. Geht er jetzt? Aufs Klo. Und das ist für euch. Hm? So was habe ich mir immer schon gewünscht. Ihr ist schon zusammen, Costa. Danke. Nee, nee. Nee, Frau Hasenberg. Haselbeck? Ja. Für Sie. Haselbeck,
Bärli! Das geht jetzt nicht. Na, ein griechischer Busfahrer. Ja, ja, ich komme dann gleich. Das war der Josef. Kostja, komm. Du musst jetzt ins Bett. Nein. Erst rolle mir den Teppich aus. Nein, Kostja, du gehst jetzt ins Bett. Du schlafst doch schon. Ich bin nicht müde, Bodikaki. Ich hab geerbt. Was hat er? Geerbt hat er. Wie viel? Kostja. Kostja, jetzt kannst du nicht einschlafen. Jetzt sag halt was. Kostja, was hast du geerbt? Schütt ihm Wasser auf. Kostja, sei nicht gemein. Sag was. Bitte schön, geht's jetzt heim. Ja? Du wirst es noch früh genug erfahren. Ach, Eva. Den Interesse schlürden. Übersetzen's doch. Translate, please. Nummer 5. D-Mark 320. Vielen Dank, der Herr. Bis zum nächsten Mal. Nummer 33. 20 Mark. Vielen Dank, der Herr. Bis zum nächsten Mal. Nummer 18. D-Mark 380. Vielen Dank, der Herr. Nein, nichts, Scheck. Boah, bitte, der Herr. Ich hab bloß Schecks. Verlassen Sie das Klump da, kommen Sie morgen wieder. Ja, okay. Vielen Dank, der Herr. Bis zum nächsten Mal. Raffort, darf ich zeigen. Und? Mark. Geh, okay. Sag's noch mal. 23.812 Mark. Unter 50er. Das ist ja was ganz was Pfundiges. Ja, die waren schon nicht blöd früher. Kim, verzeih mir was. Gut, dann erzähle ich dir jetzt eine Geschichte von meinem Papa. Also, mein Papa hat zwei Weltkriege überlebt. In Russland ist er mal auf einem Munitionstransport gesessen und dann sind sie auf eine Mine gefahren. Hinten ist alles in die Luft gegangen, aber ihm hat nichts gefehlt. Nach dem Krieg haben ihn dann die Neger heimgefahren auf dem LKW. Hinten haben sie das Essen verteilt und vorne haben sie Pussy-Pussy gemacht zu den Freilands. Und wie er dann endlich daheim war, hat er sich vor die Tür gesetzt, aufs Bankerl und ist einfach gestorben. Und jetzt du. Alles dann. Mein Vater war ein Zimmermann, der hat sich ein Rädel in den Hals reingelegt. Von da bis da her. Dann hat er sich erst einmal ein halbes Bier geholt. Hat's getrunken und gewartet, dass es rausläuft. Weil dann hätte er ja einen Doktor auch keinen mehr gebraucht. 14 Tage später ist er auf dem Küchentisch gesessen, gehängt, aufgestützt, vor ihm ein Grammophon mit alten Opernmelodien. So haben sie gefunden. Das ist nicht einmal umgefallen. Schön. Sag mal, was möchtest du mal auf deinem Grab stehen haben? Hier ruht in Frieden oder im Grab ist Ruhe oder. Nein. Hier ruht in Frieden, Schorsch Gruber, er starb in einem Badezuber. Du bist und bleibst unseriös. Teppich auch. Wenn das so weitergeht, dann seid ihr in 3 Jahren eingerichtet.
Couch. Ist er schon wach? Nein, sei leise. Weißt du jetzt schon, was er gehabt hat? Ja. Dann sagen wir es halt endlich. 4500 Quadratmeter Grund und 52 Olivenbäume. Boah! Hast du ausgeschlafen? Ich möchte was trinken. Mein Erbprinz hat Durst. Costa, wie gefällt's dir so? Ja, gut sieht aus. Ich hab dir eine kräftige Suppe gemacht. Aha. Quadratmeter Grund. Und 52 Bäume. Und nächste Woche fahre ich mit dem Costa hin und schauen wir's an. Du machst ein paar schöne Fotos, damit wir auch was sehen können. Fahren wir halt mit? Ich krieg doch keinen Urlaub. Dann fahr ich halt allein mit. Nix, nix. Erstens fahrt von uns keiner allein auf Urlaub. Und zweitens haben wir kein Geld für sowas. Und drittens, wer nicht arbeitet, hat auch keinen Urlaubsanspruch. So ist es. Und nicht anders. Schönen Abend. Wiederschauen. Wiederschauen. Tschüss. Ja, warum sperrt der Bank zu? Wir gehen in einen Biergarten. Berli, ihr habt doch mehr Englisch. Ja, es ist 4 Uhr. Ich habe ein Radio dabei und der Kreuz. Und meine Vokabeln, wann soll ich die lernen? Jetzt setzen wir uns unter die Kastanien, trinken wir was und dann lernen wir deine Vokabeln. So was haben sie halt in England drüben nicht, gell? Dafür haben sie ein Königshaus. Den Buckingham Palast. Das ist auch schon was. Mein Englischlehrer, der Herr Rosenbaum, hat gesagt, den muss ich mir unbedingt anschauen. Vielleicht mache ich mal eine Bildungsreise. Bist eh schon so gescheit. Hast mich ja noch gar nichts abgefragt. Sag mal, Isi, wo möchtest du eigentlich gerne mal begraben sein? Also, das ist doch wirklich noch kein Thema. Ja, möchtest du nicht einmal wissen, wo du liegst und wie es dann da ausschaut, wo du liegst und was am Kreuz drum steht? Das ist alles geregelt, Bälle. Ich habe ein Familiengrab auf einem Dorffriedhof. Okay, das habe ich ja gar nicht gewusst. Na, weißt du es jetzt? Du heiße Sock. Darf ich da vielleicht später auch einmal hinein in dein Familiengrab? Ja, freilich. So ist es gedacht. Ehrlich wahr, hä? Yes, sir. Also, das finde ich jetzt richtig nett von dir. Direkt zu mit. Was darfst du denn sein? Nix, ich will zum Chef persönlich. Der ist da hinten. Das ist das erste Mal, dass du mich in der Arbeit besuchst. Ja, du schaust. Schön hast du es da. Komm, ich zeig dir alles. Na, Costa, da gibt's noch was viel Wichtigeres. Was hast du wieder ausgefressen? Costa, du hast doch bestimmt nichts dagegen, wenn ich mit dir und der Mama mit in Urlaub fahre, oder? Nein, überhaupt nicht. Du kannst gerne mitkommen. Costa, das werde ich dann nie vergessen. Vorausgesetzt, die Martha hat nichts dagegen. Dann sagst du halt, es wird höchste Zeit, dass ich endlich deine Heimat kennenlerne. Sie kennt's ja schon. Das kannst du ihr doch auch sagen. Dann sagt sie bloß wieder, wer nicht arbeitet, hat auch keinen Urlaubsanspruch. Ah, so ist das. Ja, da hat sie vollkommen recht. Leider. Du musst dich schon zu mir halten. Ich glaube, es ist doch besser, du regelst das mit deiner Mama allein.
Feigling. Selber eine Feigling. Nein, Richard, keine Kartoffelpuffer, nicht schon wieder. Rosinenquark mag ich auch keinen. Warum können wir kein Fleisch essen wie die anderen? Jetzt lass mich halt mitfahren. Nein. Ich war doch noch nie an so einem Meer. Du weißt doch, dass ich das. Bitte. Nein. Der kostet jetzt erlauben, wenn es das du erlaubst. Ich erlaub's aber nicht. Jetzt ist schon mal so, wie es ist, Herr Schlegel, und da können wir auch nichts mehr dran ändern. Ich geh nicht eher da raus, als bis wir uns die alte Trambahn wieder haben. Die ist eingestellt, die 27er. Endgültig, leider. Ja, dann holst du es halt wieder raus. Die Leuchtenberg-Unterführung gehört nämlich auch zu Heidhausen. Das vergisst sie aber. Fahren Sie mit dem Bus? Hm? Wir haben ein hervorragendes Busnetz in Heidhausen. Stimmt's, Frau Kraus? Bussi. Ja, ja, selbstverständlich. Also, da gibt's zum Beispiel den Dings, den 89er. Mama, bitte. Geh jetzt endlich heim. Wir haben hier zu arbeiten, das siehst du. Der Papa tät mir alles zahlen, hat er gesagt. Einen ganzen Urlaub. Christa, nerv mich nicht. Ich hab gesagt nein und dabei bleibt's. Aus Äpfel Amen. Und wenn ihr da sagt, dass ihr jederzeit wieder bei meiner alten Arbeitsstelle anfangen könnt? Beim Dr. Turrus. Ich hab nicht ausgerechnet auf dich warten. Der hat doch schon lange andere Sprechstunde Hilfe. Die taugt aber nichts. Er hat gesagt, er tät mich jederzeit wieder nehmen, wenn ich möchte. Auf den Schlag. Und dann ist noch Folgendes, wenn wir gerade beieinander sind. So. Und dann rufst du ihn jetzt an und sagst ihm, was du wieder möchtest, auf den Schlag. Darf ich dann davor mit dir in Urlaub fahren? Dann darfst du davor mit mir in Urlaub fahren. Urlaub? Urlaub? Ja. Wir würden nämlich gern nach Griechenland fahren wollen. Peloponnes. Weil der Costa hat da 52 Bäume und da müssen wir. So. Griechenland. Und wann bitte? Ja, bald. Vielleicht fragen Sie mal, ob mir das recht ist, Frau Haselbeck. Oder ist das zu viel verlangt? Nein. Darf ich bitte nächste Woche einen Urlaub haben? Selbstverständlich. Bis dahin ist der Kollege Reichenberger wieder da. Das ist doch überhaupt kein Problem. Danke. Und erholen Sie ihn gut. Weil da herin, da braucht man Nerven. Wieso denn? Man müsste doch nur einen Antrag stellen, dass die Bushaltestelle vom 91er ein Stückchen näher zum Metzgerladen am Max-Weber-Platz verlegt wird. Dann wäre doch alles in Ordnung. Mei. Ich kenne mich halt aus in Heidhausen. Aber ich darf mich ja nirgends einmischen. In 40 Minuten fängt mein Kurs an und wir fahren auf den Friedhof von Anzen. Du musst mir nur schnell zeigen, wo das Grab ist. Allein finde ich doch das ja, nicht. Ja, jetzt komm endlich. Ja, weißt du, ich habe nämlich ein ganz ein schönes schmiedeeisernes Kreuz für uns. Echte Handarbeit. Na, da geh ich nicht rein. Was ist jetzt los? Zuerst willst du unbedingt her und jetzt gehst du nicht rein. Ja, das sind ja Wohnsilos. Das ist ja kein Dorffriedhof nicht mehr. Da magst du gleich nicht mehr sterben, wenn du am Friedhof siehst. Überall diese kreislichen schwarzen Marmorblöcke. Welle, das haben wir jetzt so. Also. Die Leute haben Geld, das wollen sie ihm zeigen. Schaut doch alles sehr sauber aus und ordentlich. Da kann ich mir unmöglich Nelling hassen. Da krieg ich ja Depressionen. Du brauchst ja keine Marmor nehmen. Du hast ja dein schmiedeeisernes Kreuz. Da stichst du dann raus. Dann bist du da. Komm, geh mir weg da. Josef, bitte, was willst du eigentlich? Ich zeig's dir. Das ist das, was ich meine.
Ist das ein Friedhof oder ist das keiner? Ja, Berli, das ist einer. Stundenlang könnt ihr mich da aufhalten. Da überkommt einen so eine Ruhe, da hat man auf einmal gleich keine Sorgen mehr. Ja. Und jetzt gehen wir. Der Erich Kästen ist da begraben, hast du das gesehen? Und der Dings, der Oskar Graf. Oskar Maria Graf. Schaut da drüben bei den roten Zwergbegonien, da liegt sogar die Little Karlstadt. Das. Bogenhausen ist immer prominent im Friedhof Berlin. Das weiß man doch. Da haben wir keine Chance. Aber da zum Beispiel schau. Schottenhammel, kennst du den? Ich kenn den nicht. Doch. Die haben doch ein Bierzelt auf der Wiesn. Glauben wir es, Berli, wir dürfen da nicht rein. Dabei wäre das ein solider, alter bayerischer Name. Josef Alois Haselbeck. Bunga! Ciao, Costa. Kaffee, Filtertüten, Schuhputzzeug, Hausapotheke. Internationaler Krankenschein. Meinst du, ich soll noch Geschirrtücher mitnehmen? Natürlich. Und Töpfe und Fahnen. Und der Mikrowelleherd nehmen wir und den Tenaren. Du, Vorsicht, gell? So ein Knödel hat ein Gewicht. Hast die Fahrkarten schon geholt? Jawohl. Das sind ja Flugtickets. Tatsächlich. Jetzt sehe ich es auch. Costa, wir haben ausgemacht, wir fahren mit dem Zug. Wir können doch das Geld nicht so zum Fenster rausschmeißen. Wenn wir dann mal alt sind, dann haben wir keinen Pfennig mehr. Das wirst du schon sehen. Martha, weißt du, was das heißt? 40 Stunden Zug fahren bei dieser Hitze und dann noch umsteigen. Ich habe das oft gemacht, aber für dich ist das anstrengend. Ich bin in meinem Leben schon mit ganz anderen Sachen fertig geworden. Ich auch. Morgen, Punkt 19 Uhr, geht das Flugzeug. Das ist ein guter Zeitpunkt. Das ist mein Koffer und der Koffer bleibt da. Die Taschen gehört an mir. Ja, soll ich mein Gewand vielleicht in einen Einkaufskörbel stopfen, oder was? Daheim bleiben sollst, weil das Verrat ist an unserer Ehe, was du da machst. Mir könntest das ganze Griechenland vor die Tür stellen. Ich hätte da gar nicht hingehen allein. Meine Güte, jetzt sei doch nicht so altmodisch. Jetzt habe ich dir extra einen Dinosaurier gekauft. Ja, soll doch der nach Griechenland fahren. Du bleibst da. Nein, ich bleib nicht da. Weil ich noch nie an einem Meer war. Und so ein Meer, das ist ein Naturereignis. Das schau ich mir an. Aus Äpfelarmen. Bei mir im Krankenhaus arbeitet eine Nachtschwester. Die ist auch ein Naturereignis. Was willst du damit sagen? Schwester Hildegard, würde ich sagen. Darf ich Sie auf einen Eisbecher einladen? Aber zahlen müssen Sie, weil das Geld hat meine Frau nach Griechenland mitgenommen. Mich kann's nicht erschrecken. Hoffentlich langt es für deinen geschissenen Eisbecher. Dafür krieg ich sogar noch eine Schlagsahne. You and your friend are going on a long holiday. How would you start, please? Goodness, I must telephone the embassy about the visas. I will telephone them for you. Oh, thanks. Ibindro. Oh, thanks. And then there are the traveler checks to collect. I will collect them for you. Oh, you are kind. Now, what am I going to do? Perfect. Now the lesson's over. Thank you for coming. And don't forget your exercises. Gehen wir nur auf einen Trick zum Giancarlo? Nein, ich muss noch Radar flicken.
Bei mir wart Frau mit Essen. Bis dann. Für gut. Bye, bye. Wiedersehen. Haben Sie noch einen Moment der Zeit, Herr Rosenbaum? Schön. Es ist wegen der Bildungsreise. Ich kann mich einfach nicht entscheiden. Soll ich jetzt nach London fahren oder gleich nach Texas? Also als Theaterfreund würde ich London vorziehen. Rund um den Leicester Square haben sie dort die Theater aufgereiht wie an einer Perlenschnur. Ich habe dort Hamlet gesehen. Shakespeare in seiner schönsten Form. Toll. Sowas gibt's in Texas wahrscheinlich nicht. Ah, bietet man ihnen höchstens abgestandene Wildwestromantik. Sie kennen sich halt überall aus. Wartet Ihre Frau auch mit dem Essen? Nein. Aber vielleicht Ihr Mann? Das könnte sein. Aber vielleicht habe ich gar keinen Hunger. Schade. Ich hätte Sie nämlich gern eingeladen. Zum Essen? Hm? Wir zwei. Allein. Ist das nicht ein bisschen gefährlich? Doch. Sehr. Also, eine gute Nachspeise könnte ich eventuell noch vertragen. Schade, dass Sie so groß sind. Wenn Sie einen Moment dann warten, ich bin gleich wieder da. Berli? Jetzt habe ich extra eine Tomatencremesuppe gemacht mit einem Sahnehäubchen drauf. Die werden doch nicht beim Richten sein. Musst du jetzt jedes Mal nach dem blöden Englisch auf einen Wein gehen? Da gehen doch alle hin, Berli. Da kann ich doch nicht immer als eins. Ah, das sind sie ja. Dabei hätte ich was so was Wichtiges mit dir zu besprechen. Das machen wir dann morgen, Berli. Weißt du, nämlich die Martha. Die hat doch auch ein Grab, und zwar am Ostfriedhof. Und da wollte ich dich fragen, ob du was dagegen hättest. Aber das erlaubst du mir bestimmt nicht. Was denn, Berli? Ja, dass ich eventuell zur Martha, weißt du, dass ich da vielleicht mit hinein dürft. Freilich dürfst, Berli. Ist doch kein Problem. Also dann Servus und einen schönen Abend noch. Ein Eisbecher möchte er essen mit der Schwester Hildegard. Der spinnt doch. Mama, sag ihm, dass er das nicht darf. Deine Suppe wird kalt. Die wird sowieso nicht gefallen in Griechenland. Weil da, wo wir hinfahren, ist überhaupt nichts los. Stinklangweilig ist da. Doch, das gefällt mir. Und wie? Schau, Christa, wir wohnen ja nicht einmal im Hotel, sondern in dem uralten Haus von seiner Oma. Kein Bad, keine Dusche, nix. Das macht überhaupt gar nichts. Mama, red halt du mit ihm. Auf dich hört er doch. Na, Schneckele, das müsst ihr zwei allein ausmachen. Du hast noch nicht erklärt von den Schlangen und von den Schakalen. Ja, genau. Wo du hinschaust, ein Schakal. Pff. Kostet jetzt du mit ihm reden? Ich mische mich da nicht hinein. Martha, ich muss mit dir reden. Mir ist ganz was Seltsames passiert. Habt ihr ja schon gegessen? Papa, der Bertel lässt mich nicht mit nach Griechenland fahren. Das regel ich schon, Christa, das mache ich schon. Wo stehe ich das hin? Da? Wir haben unser eigenes Essen, Josef. Martha, mit der Ilse, da stimmt was nicht. Stell dir vor, die hätte überhaupt nichts dagegen, dass ich zu dir ins Grab komme, wenn es einmal so weit ist. Ich glaube, ich höre nicht recht. Ja, ich habe mich auch gewundert. Da ist doch was falsch, das musst du selber zugeben. Du, zu mir ins Grab. Auf dem Ostfriedhof. Ich glaube, Josef, bei dir stimmt was nicht. Doch, mit mir ist alles in Ordnung. Nur. Papa,
Die Mama möchte doch bestimmt, dass der Costa. Das habe ich mir alles schon überlegt. Der soll zu seiner Oma nach Griechenland. Arme. Ich glaube, es ist gescheiter für dich, wenn du jetzt ganz schnell gehst. Servus, Bertel. Du musst unbedingt was essen. Ich hab keinen Hunger. Eben, weil du eine Depression hast, Bindungsverlust, verstehst? Und die überwinden wir jetzt miteinander. Mit einer Tomatensuppe. Da war mal ein schönes Sahnehäubchen drauf. Habt ihr denn kein Bett nicht? Getrennter Urlaub, getrennte Betten. Und das an meinem freien Tag. Auf so einer Liege, der tut dir doch's Kreuz weh. Mir nicht, aber deiner Tochter. Ich schlaf nämlich im Bett. Wegen dem Griechenland, gell? Die getrennte Urlaube, das kennt man doch, bis der locker zugeht. Da lernt sie null komma nix an anderen kennen. Was mach ich nachher? Ja, ja, freilich. Na, das wär blöd. Magst du Bier? Na, her damit. Ein Freund von mir hat sich immer in Griechenland beide Füße gebrochen, weil alles so zerklüftet ist. Na, was ist, wenn ihr was passiert? Logisch, Bettel. Ganz klar. Schau, Josef, und gerade im Urlaub, da möchten wir doch alles gemeinsam genießen. Und dann tät sie am Strand sitzen, allein, sieht, wie die Sonne untergeht oder der Mond auf, hat ein riesen Naturerlebnis. Und ich bin nicht dabei. Ja, eben. Furchtbar. Prost. Das hätte jetzt gerade geklappt, dass du mich so gut verstehst. Bertel, du kennst mich jetzt lang genug. Darum sage ich dir ein Geheimnis. Das machst du. Ist dir schon mal aufgefallen, dass in meinem Leben immer alles so läuft, wie es gern hätte? Na, Josef, wirklich nicht. Geh, weil was ich auch anstelle im Laufe meines Lebens, das mache ich nämlich alles mit einer gewissen Unschuld. Das kann schon sein, trotzdem stehst du auch unter Pantoffeln. Meinst, dann überlege mal. Ich hab's zum Beispiel geschafft, dass die Ilse nicht nach Gräfenfing gezogen ist, sondern in dieses Haus hinein. Tür an Tür mit der Martha. Alles mit meiner gewissen Unschuld. Deine Unschuld, die hilft mir jetzt da nicht weiter. Doch. Du glaubst, die blöde Liege zusammen, sagst zu Christus, ich darf jederzeit mitfahren nach Griechenland, hilfst dir sogar beim Kofferpacken. Und ich garantiere dir, die ist so verblüfft und bleibt daheim pfeilgerade. Oh mein Josef, du mit deinen Ratschlägen. Probier's, Bertel. Und jetzt bring die Suppe her. Wenn's wollen, Frau Martha, kümmere ich mich gern ums Haus, wenn Sie nicht da sind. Das braucht's doch nicht. Für die paar Tage. Ich werde trotzdem ein bisschen Obacht geben. Stellen Sie sich vor, der Josef hat sich auch angeboten. Oh mei. Lieber nicht, gell? Wann geht er denn der Zug? So. Danke. Wir haben es uns anders überlegt. Wir fliegen. Der Costa will unbedingt, dass ich es bequem habe. Meine Frau Martha, Sie haben es gut erwischt. Bei euch geht es doch auch wieder besser. Bleibt mir ja nichts anderes übrig. Ein Kind, wenn ich keins hätte, dann war ich schon dreimal geschieden, das darf ich mir glauben. Das ist aber ein ganz liebes Putzerl. Ja, wenn er mal groß ist, dann wird's mir bestimmt danken. Meine Tochter, die wird einmal ganz so brave, das weiß ich. Dann gehen wir jeden Sonntag miteinander auf die Berg. Mei, das wird schön. Vielleicht haben sie Glück und kriegen einen netten Schwiegersohn. Brauchen nicht. Sag mal, wann guckst denn du? 12 Uhr wird gegessen. Grüß Gott, Frau Haselbeck. Grüß Gott. Ja. Jessica. Jessica, ciao. Herr Wegmann. Guten Tag. Frau Haselbeck. Grüß Gott. Darf ich Ihnen mal was zeigen? Haben Sie den gewonnen? Nein, nein, mein Kater Aaron. Hier,
Best in Show in der Babyklasse. Da schau her. Da wird er aber Freude haben. Wenn mein Kleine einmal so weit ist, dann hab ich's auch schön. Da könnt ihr euch drauf verlassen. Mahlzeit. Ah, der Herr Doganis. Das ist aber nett. Was führt dich denn zu uns? Hallo, Ilse. Ich habe Geld. Drachme. Er fährt nach Griechenland. Ja, noch Kinder nicht. Machen Sie mal einen guten Kurs, Frau Schäfer. Aber doch, wer geht in ein paar Mark? Das machen wir doch nur bei Großkonzern. Keine Diskussion. Wann geht's denn los, die Reise? Heute Abend. Um 19 Uhr geht das Flugzeug. Die Martha freut sich schon darüber. Und du? Wie geht's denn dir? Du siehst müde aus, ja? Ich bin gestern ein bisschen abgestürzt. Also einen schönen Urlaub, Costa. Und tut's euch nicht streiten? Wir werden es versuchen. Wer putzt denn eigentlich die Treppen, wenn die Martha nicht da ist? Der Josef. Mein Mann! Er war doch lang genug Hausmeister, oder? Und den Christa, den ziehst du immer in Griechenland beim Frühstück an und ich den meinen in München. Und dann denken wir jetzt mal aneinander. Max und das Dirndl nimmst du auch mit? Da schaust immer so herzig aus, so alpin. Aha. Und eine Sonnencreme brauchst? Und eine Schwimmhaube? Und dass du dich immer schön abduscht nach dem Baden, weil das Salz ist nicht gut für die Haut. Halt! Eine Strickjacke brauchst du noch, weil da zieht's nämlich oft da drunten. Bertel, komm. Setz dich mal her. Nix, wir müssen Koffer packen. Und du gehst bestimmt nicht auf einen Eisbecher mit der Schwester Hildegard. Nicht einmal auf ein Steckerleis. Bertel, ich muss dir was sagen. Ja? Du bist und bleibst der Größte. Und drum nehme ich dein Bildl auch mit. Jetzt bestellst du dann noch was Gescheites. Na, Bärle, ich muss schlank bleiben. Aber für dich wär's gescheiter, du tätst was Ordentliches essen. Brauchst du Kraft? Wieso? Na ja, das Treppenputzen und das Hof zusammenkehren. Und was jetzt noch alles so anfällt im Haus. Das weißt du also auch schon. Freilich. Und? Nichts und? Warum? Ja, ich hab nur gedacht, dass du das vielleicht nicht recht wär. Aber gerne. Alles in Ordnung. Ich kenne mich einfach nicht mehr richtig aus mit dir in letzter Zeit. Du bist so anders. Eine Frau soll eben immer ein Geheimnis haben. Wieso erlaubst du mir, dass ich zur Martha ins Grab komme? Das macht mich ganz fertig. Auf meinen Dorffriedhof willst du nicht, nach Bogenhausen darfst du nicht. Und wenn ihr den Ostfriedhof erlaubt, dann passt er auch nicht. Was willst du eigentlich? Was, wenn ihr wisst? Ja, wenn du es irgendwann einmal weißt, was du willst, dann sagst du es. Und jetzt muss ich mal Englisch. See you later. Am besten ist, ich lebe jetzt erst noch mal ein bisschen. Ich rufe dich jeden Tag an. Oder sagen wir jeden zweiten. Ich passe schon auf sie auf. Du hast viel zu tun. Schau, nicht so traurig. Ich bringe sie ja wieder mit nach Hause. Und du verzieh mein Bertel nicht. Nein. Und pass auf die Martha auf, dass sie nicht so viel in die Sonne geht, weil da wird ihr immer schwindelig. Vielleicht packen wir sie langsam. Pass mal aufs Haus auf. Schönen Urlaub. Erholt euch gut. Kommt gesund wieder. Habt eure Pest dabei. Geh, die nähern uns doch nimmer. Schön, gell? So ein lauer Sommerabend. Da fährt sie hin.
Danke für den guten Rat. Denk dir nichts, Bertel. Da ist heute einmal was schief gegangen. Sogar das Dirndl hat's mitgenommen. Sieh's doch einfach so. Die Armen sitzen jetzt in dem gestinkerten Flugzeug, in dem engen. Und wir zwei, wir haben das schönste Wetter da heraus. Was ist? Kaufen wir uns eine halbe.